Buchsbaum. Einpflanzen in ein Gefäß. Da der Buchsbaum ganzjährig im Freien bleiben kann, sollten Sie ein frostfestes Gefäß mit einem Loch im Boden wählen. Füllen Sie den Topf mit einer Drainageschicht, zum Beispiel Tongranulat und Vlies, und erst dann die FloraGard Buchsbaumerde. Buchsbaumpflanzen sind sehr schnittverträglich und wegen ihres langsamen Wachstums beliebte Topfpflanzen für den Garten oder für Eingangsbereiche vor dem Haus. Entfernen Sie den alten Topf vorsichtig und lösen Sie auch die alte, nährstoffarme Erde von den Wurzeln. Wenn die Wurzeln den alten Topf bereits kräftig durchwurzelt haben, sollten Sie das Geflecht auflockern, damit sich neue Wurzeln bilden können. Buchsbaum ist immergrün. Das heißt, auch in der kalten Jahreszeit ist sein Stoffwechsel aktiv. Die größte Gefahr im Winter ist übrigens das Austrocknen im Topf. Nach dem Einsetzen der Pflanze füllen Sie rundum frische Erde auf. Die FloraGard Buchsbaumerde wird leicht angedrückt und angegossen. Die grünen Kugeln und Pyramiden sind auch auf Balkon und Terrasse beliebte Gestaltungselemente, die auch schattige Bereiche begrünen.